Schön. Wunderschön. Danke, Will. Und damit einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier auf ParkTube. Meine lieben Freunde, wir befinden uns heute hier in Slakan, einen sehr wunderschönen Freizeitpark, einen sehr weitläufigen Freizeitpark tatsächlich heute. Wir haben wenig Betrieb, so wie ich gerade festgestellt habe, bis jetzt. Und ja, auch hier werden wir uns heute die Corona-Maßnahmen anschauen, wie das hier in Holland üblich ist, beziehungsweise in den ParkTube Vlogs. Bis jetzt einen sehr schönen Eindruck. Ich freue mich wieder hier zu sein. Wir sind jetzt schon mittlerweile 1,5 Jahre nicht mehr hier gewesen oder sogar tatsächlich ein bisschen länger. Denn ich hatte früher mal die Slakan-Jahreskarte gehabt und habe diesen Park nur einmal besucht. Ich sollte mich schämen, böse Andi. Aber auf jeden Fall, wir sind jetzt wieder hier in Slakan, gucken uns an, wie das hier mit den Corona-Maßnahmen geregelt ist. Und auf jeden Fall freue ich mich wieder auf mein Schätzchen Apollo hinter mir. Ich bin so froh, wieder hier zu sein. Heute mit dabei mit dem Gerd und die Jenny habt ihr ja gesehen. Ich freue mich auf einen sehr schönen sonnigen Tag wie immer hier bei ParkTube. Ich habe keine Ahnung, wie ich das mache, aber ich bringe immer die Sonne mit dazu, den Planeten, der immer sehr sticht. Und ja, auf jeden Fall, die beiden sind heute das erste Mal in Slakan. Wie gesagt, ich war jetzt einmal schon hier gewesen und hatte nur einen positiven Eindruck gehabt. Beziehungsweise ich hatte ja die Slakan-Jahreskarte für 50 Euro damals ergattert. Die Diamant-Version, also die höchste Karte, die man bekommen konnte. Und da hattest du wirklich ganz viele Vorteile, Rabatte, noch Eintritt in den Moviepark und Bobbejaanland war auch noch mit drin. Wie gesagt, heute sind wir mit der Moviepark-Jahreskarte drin. Das heißt, man kann jetzt auch mittlerweile mit der Moviepark-Jahreskarte sich einen Tag hier aussuchen bzw. reservieren und dann kannst du den Park auch besuchen. Und ja, auf jeden Fall, dieser Park ist durchgethemt in quasi Western-Thema. Aber wie gesagt, wenn ihr das zum ersten Mal seht, diesen Park mit mir, ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß. Ich freue mich mega, hier zu sein. Und Flat Rides gibt es hier ohne Ende. Gold Rush steht hinten. Wie gesagt, auf Apollo freue ich mich am meisten. Das ist dieses riesen Kettenkarussell mit dem Planeten drumherum. Einfach schön. Ich freue mich einfach, hier zu sein. Und würde sagen, wir starten jetzt unseren Tag hier in Slakan. Ich freue mich mega drauf. Ich bin auch gespannt, was die beiden am Ende sagen werden. Aber ich denke mal, nur Positives wird herauskommen, denn dieser Park ist einfach wunderschön, super sauber, genug Rides und so viel los wird es heute auch nicht werden. Also von daher, wir starten den Tag jetzt in Slakan und gucken uns an, was wir als erstes tun werden. Aber ich würde vorschlagen, ich muss jetzt als erstes Apollo fahren. Ich denke aber, die Rides werden ein bisschen später aufmachen. Wir gucken uns das an, wir gehen erst mal los. Ja, yeah, Slakan, ich freue mich. So, dann starten wir unser Abenteuer und gehen mal Richtung Apollo. Aber noch sieht er geschlossen aus, weil normalerweise dreht sich dieser Planet mittendrin. Das bedeutet dann immer, dass er geöffnet ist bzw. angeschaltet. Aber hier hinten haben wir auch eine Wildwasserbahn und einen Vekoma Junior Coaster, den man auch mitnehmen könnte. Wie gesagt, aber das mit dem Apollo weiß ich jetzt gar nicht. Apollo scheint aber geöffnet zu sein, oder? Normalerweise sollte es aufhaben. Wir haben die Attraktion Apollo Corona sicher gemacht und nur zusammen können wir eine sichere Fahrt garantieren. Siehst du mal, aber momentan noch geschlossen.
Hier steht auch keine Öffnungszeit. Aber ich denke mir, dass da bald jemand hinkommen wird. Ich hoffe nicht, dass sie zu haben. Dieses Fahrgeschäft dreht. Also, ja. Ist noch geschlossen, die Kette ist zu. Gut, ich denke mal, ab einer gewissen Uhrzeit werden die hier öffnen. Wie gesagt, die Politik dahinter weiß ich noch nicht, wie das hier läuft mit den Attraktionen, ob sie jetzt wirklich zur Parköffnung öffnen oder erst ein bisschen später. Ich meine, als wir letztens hier waren, hat der Apollo auch ein bisschen später aufgemacht. Nur wie spät, weiß ich jetzt gar nicht. Aber gut, die Wasserbahnen sind auf jeden Fall aktiv und ich denke mal, der Junior Coaster von Vekoma ist auch offen. Aber naja, Apollo ist noch geschlossen, noch gesloten, aber ich denke, dass wir bald damit auch fahren können. Wie gesagt, der Park hat gerade seit 15 Minuten geöffnet und ja, schauen wir erstmal. Gut, aber hier finden auch erstmal Testfahrten statt auf dem Mack-Produkt. Der Wildwasserbahn hier aus dem Skakan sind wir auch noch nicht gefahren. Sollte man tatsächlich mal machen heute. Es wird ein sehr warmer Tag und ich Idiot, hab eine lange Hose. Toll, toll angemacht, toll. So. Aber wie gesagt, der Junior Coaster hat geöffnet. Ich denke mal, wir können direkt damit fahren. Dann haben wir schon die erste Fahrt für heute erledigt. So, dann gehen wir mal rein. So. Also auch hier, wie man sieht, mit den Abstandsregelungen hast du Kästchen auf dem Boden gemalt. Das heißt, pro Gruppe halt ein Kästchen. Ist verständlich. Sollte man hinkriegen tatsächlich. Auch wenn das schon langsam ausgewaschen aussieht. Ja. Aber man kann es noch erkennen. Alles easy. So Freunde, wir sind jetzt auf dem Mine Train und wir fangen jetzt an, eine Runde hier zu fahren. In Slakan, Askelos Junior Coaster von Vekoma. Juhu! Und? Wie war es? Kurz, ne? Kurz. Aber macht Spaß. Ja. Und wie gesagt, wegen den Corona-Maßnahmen war dann jede zweite Reihe quasi geschlossen. Beziehungsweise immer pro Gruppe eine Reihe freigelassen. Also auch hier hat es funktioniert. So. Hier haben wir On-Ride-Fotos. Aber die Qualität ist echt mies. Ja. Ich erkenne uns gar nicht. So. Was machen wir denn jetzt als nächstes, meine Freunde? Ah. Ich freue mich mega, hier zu sein. Wie gesagt, ich bin noch ein bisschen müde, deswegen kriege ich nicht so viele Worte raus wie normalerweise. Aber ich sehe gerade, Apollo fährt und ich brauche die Karre jetzt sofort. Wir müssen uns direkt anstellen. Ich liebe diese Karre. Ich liebe diese Fahrt einfach. Das ist halt ein Kettenflieger. Aber vom Gefühl her fliegst du tatsächlich. Und das feiere ich an diesem Fahrgeschäft mega. Weil du halt einen großen Radius hast in einem Kettenflieger. Und da hast du es schon rausgehört. Kettenflieger. Und das ist wirklich ein Kettenflieger. Du fliegst quasi über Hecken, über kleine Bäumchen. Wir müssen das jetzt fahren. Achtung, ich nehme das erstmal im Offride mit. Oh, vielleicht werde ich dann erstmal wach. So, Apollo jetzt. Ja. Ich liebe das. Du wirst du auch mögen. Achtung. Erstmal von außen. Mega geil. Oh. Ich liebe das Ding. Ich liebe es. Wie gesagt, in Slakan hast du jetzt überall diese Kästchen, wo du dich anstellen kannst. Halt keine durchgezogenen Linien. Die Kästchen haben wir auch als erstes, glaube ich, im Toverland gesehen, im Anstellbereich vor den Kassen. Hast du die Kästchen gehabt? Finde ich als, also auf jeden Fall.
die bessere Lösung, als jetzt so Linien zu ziehen oder Punkte zu setzen, weil es symbolisiert wirklich, wo du stehen darfst und dass es halt eine Gruppe quasi simuliert. Und so finde ich es am besten tatsächlich. Aber erstmal eine geschmeidige Runde hier auf dem Apollo. Riesen, riesen Kettenflieger und einfach das Gefühl von Fliegen wieder haben. Ich mag es sehr. Ah, okay, jetzt habe ich es festgestellt, warum das gerade geschlossen war. Und zwar fährt das im Wechsel mit dem Freefall Tower. Das heißt, ein Mitarbeiter ist quasi für beide Fahrgeschäfte zuständig, der immer zwischen dem Freefall Tower wechselt und quasi den Apollo immer im halben Stundentakt. Das heißt, jetzt von 10:30 bis 11 wird quasi Apollo betrieben und dann ab 11 dann der Freefall Tower. So, ich verstehe. Okay. Ich meine, wenn nichts los ist im Park, kann man das natürlich machen. Am Wochenende wäre das natürlich eine andere Sache gewesen, aber wir haben Montag, von daher ist das gar kein Problem, kann ich gerne so unterschreiben. Ja, wie gesagt, die Q-Line an sich spricht ja schon, dass nichts los ist. Die Q-Line spricht an sich. Toll, Andi, hast du gut gemacht. Auf jeden Fall jetzt eine Runde Apollo, ich freue mich sehr. Oh, ich hab's vermisst. So, und dann fangen wir gemütlich an hier auf dem Apollo, dem riesigen Wellenflieger quasi. Oder ein Kettenkarussell, wie man es nennen möchte. Wir fangen ganz langsam an und erreichen dann in ein paar Minuten unsere Höchstgeschwindigkeit und damit auch die Höhe, die gegeben wird, sodass man über den Hecken fliegt. Finde ich mega gut, ey. Ah, ist das schön, wieder auf dem Kettenflieger zu sitzen. Das habe ich tatsächlich am meisten vermisst in diesem Park. Ich sage, am Anfang musst du die Füße ein bisschen heben, mit langen Beinen, ein bisschen katastrophal. Ja, die Jenny nicht, sagt sie gerade. Ah, das ist schön. Man hat hier wirklich das Gefühl vom Fliegen. Oh, ich bin gerade an die Hecke gekommen. Oh, ist das geil. Hui. So, noch haben wir aber die Geschwindigkeit nicht erreicht, die wir erreichen sollen. Das Ding dreht noch ein paar Geschwindigkeiten Stufen höher. So, so langsam kommen wir auf die Höhe. Hui. Oh, das ist schön. Wie gesagt, hier einmal pro Gruppe einen Sitz freilassen. Ist auch gegeben. Der Einstieg hat wunderbar funktioniert. Du hast auch am Eingang quasi einen Desinfektionsspender. Da wirst du auch angefordert, erstmal dir die Hände zu desinfizieren. Du musst den Spender quasi durch ein Pedal aktivieren. Das ist auch mega cool. So dass man wenig, so viel Sachen berührt. Ah, das ist einfach unglaublich schön, dieses Fahrgeschäft. Halt überhaupt nicht so, als wäre das ein Kettenflieger. Wirklich ein Fahrgeschäft. Weil du über die Hecken hier fliegst, du denkst wirklich jeden Moment, knappst du dagegen oder gegen den Baum hier. Ah, ich liebe das. Ja, wie gesagt, die Mitarbeiter haben auch Handschuhe an und Visiere quasi. Also keine Masken, sondern nur Visiere. Und dadurch wird auch die Sicherheit der Mitarbeiter gewährleistet hier. Aber Parkbesucher an sich brauchen keine Masken. So, das war die Fahrt hier auf dem Apollo. Ich bedanke mich für diese schöne Fahrt. Dankeschön. Ah, ist das schön. So, wir sehen uns gleich draußen. Mega schön. Super Fahrgeschäft. So, wartet mal. Deine erste Fahrt auf dem Apollo. Sehr windig und geil. Hä? Das war's? Ja. So ein langes Review hast du jetzt gedreht. Wow. Ja, du hast ja die ganze Fahrt aber schon gelabert. Ja, aber es geht ja um deine Meinung gerade. Ich meine, meine Meinung kennt man schon zu diesem Fahrgeschäft. Es ist wunderschön, man hat quasi die Simulation vom Fliegen und nicht von einem Kettenflieger, ja? Also ich meine, von Umdrehung merkst du quasi gar nichts. Nö. Und Gerd? War schön. War schön? Ja. Erinnert dich das an einen Kettenflieger? Nö, so gar nicht eigentlich, oder? Also ich finde das halt krass, weil du die Nirmis-Effekte mit den Füßen hast, dass du quasi einen Baum umtreten könntest. Oder man hat getroffen. Ja, ich habe auch getroffen, das ist richtig. Auf jeden Fall eine Fahrt nochmal später, das wird auf jeden Fall passieren.
So, was machen wir denn jetzt als nächstes? Ich meine, wir haben jetzt ganz viel Auswahl, außer dem Freefall-Tower. Wie gesagt, der ist im Wechsel mit dem Apollo heute. Also jede halbe Stunde quasi im Wechsel, immer hin und her. Ist aber okay, wenn wenig Betrieb ist, habe ich ja gesagt, mache ich das gerne. Ah, der Aussichtsturm ist auf, der war dem letzten, wo ich hier war, zu. Den müssen wir auf jeden Fall auch mitnehmen. Vor allem ist das auch cool, dass ein Aussichtsturm kleiner ist als das Riesenrad. Finde ich auch ironisch quasi. So, ah, stimmt. Den habe ich ja total vergessen. Und zwar El Torio, Toto, keine Ahnung. Irgendwas mit L. Das El Torio, glaube ich. Und der hatte das letzte Mal, als ich hier war, seinen Kopf nicht, beziehungsweise den Felsbrocken mit dem Hut drauf. Ist auch wieder schön, mal mit Felsbrocken und dem Hut zu sehen. Hatte ich nämlich noch nie. So, der Anstellbereich für dieses Fahrgeschäft befindet sich hier. Also, ich glaube, wir müssen erstmal hier lang. Wollen wir fahren? Ja, ne? Ja. Ja, dann würde ich mal sagen, ah ne, hier lang. So sind die Fußspuren. Das sind quasi Cowboy-Stiefel. Ja. Ah, dieses Fahrgeschäft auch, macht auch mega Spaß. Aber ich würde mir wünschen, dass jeder einen Bullen reitet. Ah, schön. Er hat seinen Kopf wieder, ich freue mich. Also quasi ein Oktopus von der Kirmes, wie man ihn kennt. Auch sehr schön thematisiert, quasi mit den Felsen aus Colorado. Schöne Landschaft und es sieht einfach schön aus. Es ist wunderbar eingebettet hier. Ein Kirmes-Fahrgeschäft in Anführungsstrichen. Sehr schön. Und das macht auch mega viel Spaß. Ich weiß nicht, ob man das hier auf dem Video erkennt, aber der Boden von diesem Fahrgeschäft ist leicht geneigt nach unten, also in diese Richtung, sodass du auch eine ganz andere Fahr-Experience hast als auf einer Kirmes. Weil auf einer Kirmes hast du natürlich eine gerade Fläche, hier halt nicht. Und somit erlaubt das dir, sich schnell zu drehen auf so einem Bullen tatsächlich. Aber auf jeden Fall, wir sehen uns jetzt auf der Fahrt hier bei, wie heißt das? El Torito. El Torito, hier in Slakaren. Yeah! Mit dem Kopf wieder. Geil. Und auch hier wieder mit Kästchen. Ne? Habt ihr ja gesehen. Klappt wunderbar. So, Freunde, wir haben Platz genommen hier auf dem El Torito. Oh, ich liebe diese Fahrt. Es wird sich sehr schnell drehen gleich. Oh Gott, ich merke es schon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah! Oh! Leck mir am Arsch. Oh Gott. Ah. Oh Gott. Ah. Ah. Das ist schon was anderes als auf der Kirmes. Halt wegen dieser Neigung auch. Oh Gott. Ah. Hui. Ach du Scheiße. Wie gesagt, ich war das letzte Mal mit Lars und Leon hier. Und Leon hat sich so schnell gedreht. Der war danach erstmal kaputt gewesen. Oh, aua, ah. Mm. Hilfe, Mama. Es macht aber mega viel Spaß auf diesem schönen Fahrgeschäft von Schwarzkopf. Oh Gott, oh. Hilfe. Oh. Egal, ich genieße jetzt erstmal die Fahrt. Ah. Nee, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Auch hier darfst du quasi dich hinsetzen, egal wo du möchtest. Die Abstandsregelung ist auf jeden Fall gegeben von 1,50 Meter zwischen den ganzen Wegen oder Wagen, wie man das nennen möchte. Auf jeden Fall sehr schön. Warum fahre ich denn jetzt immer rückwärts? Scheiße! Auf jeden Fall, es macht mega viel Spaß. Der Tag heute hier in Slakaren. Ich meine, wir haben erstmal die zwei, drei Fahrgeschäfte haben wir schon geschafft. Wir haben gerade mal 10.58 Uhr. Also wenn es so weitergeht, haben wir eine sehr gute Bilanz heute. Oh Gott! Oh. Ah! Wir sehen uns gleich draußen. Oh Gott! Aua. Aber mit dem Rücken ist ein bisschen doof, weil die Sitze hier sehr ungemütlich sind tatsächlich. Aber ansonsten super schöne Fahrt hier auf dem Schwarzkopf. El Torito, ich habe schon auf der Fahrt gesagt, mega, mega turbulent und mega schön. Es dreht sich alles, es bewegt sich, es dreht sich. Und für mich einer der geilsten Rides hier. Es ist einfach nur ein Schwarzkopf-Polyp. Ja, wie man den von der Kirmes kennt, halt nur hier. Die Besonderheit ist die Neigung des Fahrgeschäfts. Und das wirkt schon anders auf den Körper, Gerd. Ja,
Also die Anfangssequenz ging schon ab tatsächlich. Also man muss ja erstmal gucken, wo man ist, ja. Bei mir hat sich die Karre mega schnell gedreht. Wie sieht es bei dir aus? Ich meine, du bist ja ein kleiner Mensch. Du bist ja wahrscheinlich hin und her gesprungen, wie so ein Pinball. Tatsächlich, ja. Also nach links, nach rechts, nach oben, nach unten. Also war alles dabei, Airtime. Ne? Ja, Airtime ist auch gegeben tatsächlich. Wie gesagt, bei mir war das Problem, ich bin auch ständig hin und her gerutscht, aber ich bin die meiste Zeit über rückwärts gefahren, egal durch welche Sequenz auch immer. Aber ich muss halt immer gegenkämpfen und wie gesagt, die Rücklehne war quasi auch nicht vorhanden. Die war nur so auf Halbhöhe gewesen und das hat tatsächlich ein bisschen wehgetan. Aber ansonsten, das schöne Fahrgeschäft hier von Schwarzkopf macht mega viel Spaß und wird auf jeden Fall auch nochmal später mitgenommen. Also alles nochmal mitnehmen heute. So, wir machen jetzt eine kleine Frühstückspause, denn wir haben noch gar nichts, gell? Gessen. Richtig. Nur zusammen können wir einen sicheren Aufenthalt garantieren. Deswegen bitten wir euch, einen 1,5 Meter Abstand von anderen Haushalten einzuhalten. Bei Fragen helfen unsere Mitarbeiter gerne weiter. Only together. Ach. So, wo befinden wir uns denn jetzt gerade? In Jules Verne's Adventureland. Yeah! So, und hier haben wir auch, glaube ich, 2-3 Fahrgeschäfte, die momentan, also das Splash-Pedal hier, das sieht ein bisschen inaktiv aus. Ich weiß auch gar nicht, ob die auch im halbstündigen Wechsel hier unterwegs sind, aber es sieht tatsächlich geschlossen aus, weil die Spritzpistolen hier aus sind. Ob das mit der Corona-Maßnahme zusammenhängt, weiß ich nicht. Ob ein Splash-Pedal halt verboten ist, das weiß ich nicht. Aber hier müsste ein Mack-Produkt sein tatsächlich. Und zwar, wenn der Splash-Pedal losgeht, klar, die Scheiben drehen sich und das ganze Fahrgeschäft ebenfalls. Und es wird tatsächlich ein bisschen runtergefahren, sodass hier Wasser auftaucht. Und du kannst dich hier wirklich mega nass spritzen. Das ist gar kein Problem. Also hier kannst du auch direkt duschen gehen. Brauchst du auch nicht zu Hause machen. So, dann haben wir noch ein paar kleine Fahrgeschäfte. Zum Beispiel die Flugschule, ja, die man aus Brühl kennt, aus dem Phantasialand. Steht hier auch in einer kleineren Version. So. Früher war da hinten, glaube ich, oder hier, eine Art Dark Ride gewesen. Da sind jetzt Toiletten drin. Das weiß ich auch noch, habe ich auch mitbekommen. So, aber auf jeden Fall Splash Battle sieht wohl gesloten aus. Ich weiß aber nicht, ob es wirklich damit zusammenhängt mit der Corona-Maßnahme. Aber nee, hier steht, dass die Corona sicher gemacht wurde, diese Attraktion. Von daher gehe ich mal aus, dass sie auch im halbstündigen Takt unterwegs sind hier. So, hier müsste ein Schild hängen. Und was sagt uns das Schild? Also die Attraktion hat erst ab 12 Uhr geöffnet. Also noch ein Stündchen, dann hat auch das Splash-Pedal tatsächlich geöffnet. Also es ist nicht wegen Corona, es ist einfach nur, weil gerade zu ist. So, ist halt wie gesagt eine ganz andere Politik hier in diesem Park. Die machen die Fahrgeschäfte halt später auf. Es gibt Fahrgeschäfte, die im Wechsel aufmachen. Wie gesagt, der Park ist ja nicht der größte und der ist auch nicht der bekannteste. Ich meine, Slakan sollte jedem Fan eigentlich ein Begriff sein, klar. Aber an sich ist der Park halt nicht so überrannt wie ein Phantasialand, Europa-Park oder ein Movie-Park. Von daher kann man hier locker mit diesen Öffnungszeiten der Attraktionen variieren. Das ist gar kein Problem in meinen Augen. Auf jeden Fall hat man hier genug kleine Flatrides, die man machen kann zwischenzeitlich. Bis hier zum Beispiel der Splash Battle ab 12 Uhr öffnet. Ich meine, es hat alles geöffnet. Jetzt fährt wieder der Tower, wie man sieht. Aber auch das Apollo, der Planet davon, der dreht sich auch. Jetzt weiß ich nicht, ob das geöffnet ist oder ob das heißt, dass es geöffnet ist. Weiß ich gar nicht. Aber jetzt müsste wieder die Zeit sein, den Freefall zu fahren. Also wie gesagt, im halbstündigen Takt immer. So, da hinten haben wir noch die Enterprise. Das ist ein Fahrgeschäft, wo mich keiner drauf kriegen wird. Ich brauche das nicht. Ja, und davor so eine kleine Jumbo-Fahrt. Also auch mit Elefanten tatsächlich, die fliegen können. Und ich würde sagen, das machen wir auch direkt als nächstes. Denn die hat das letzte Mal auch mega viel Spaß gemacht. Und ja, jetzt sieht man die Enterprise quasi in Aktion. Ich meine, das ist ein Fahrgeschäft. Oh Gott. Ich weiß nicht, warum Leute sich da drauf trauen. Ich kann es nicht nachvollziehen. Also Andi kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Boah, da wird mir kotzübel, wenn ich das schon sehe. Ach du Heilige. Sieht man das überhaupt? Da hinten? Ja, ne? Aber wie gesagt, das gucken wir uns gleich im Close-Up ab. Close-Up an, so rum. Und ja, wo sind die anderen? Ach, die hängen da hinten rum. Okay. Aber wie gesagt, es ist gar kein Problem. Hier in Slakan wechseln die Fahrgeschäfte mit den Öffnungszeiten. Aber ich finde es okay. Es ist auch eigentlich an sich nichts los heute. So, und schon sitzen wir auf dem Jumbo, diesen kleinen, aber feinen Flatride hier für Kinder eigentlich.
Oh Gott. So, jetzt wenn man diesen Hebel drückt und aktiviert, fliegt man nach oben mit Dumbo, Jumbo oder wie auch immer. Ah, schön. Und hier die Besonderheit, die Ohren wackeln beim Fliegen. Und einmal wieder runter und wieder hoch. Der macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Thematisch, sage ich mal, naja, ist jetzt nicht die Meisterleistung gewesen, aber Hauptsache man hat Spaß hier auf diesem schönen Flatride. Hui! Ah! Bisschen Airtime hier rausholen. Ach, schön. So, es geht weiter hier im sonnigen Slackharen. Das Wetter passt mal wieder, wie jedes Mal mittlerweile, in irgendwelchem Park wir auch sind. Es ist immer sonnig, es macht mega viel Spaß, weil mit den Leuten, die man immer um sich herum hat, macht es immer viel Spaß. Hui! Und natürlich mit schönen Freizeitparks wie Slackharen. Airtime, Maschinen! So, wir sehen uns gleich wieder draußen. So, jetzt kommen wir gerade vom Jumbo. Die liebe Janie, die fährt jetzt hier mit der Enterprise. Das ist ein Fahrgeschäft, wo der Gerd und ich überhaupt nicht drauf wollen. Also den Gerd würde auch keine 10 Pferde drauf kriegen. Mich auch keine 20 Pferde. Kannst du knicken. Kannst du direkt in die Waschmaschine steigen, ja. Und direkt mal den Schleudergang aktivieren. Nee, also das ist vielleicht für die meisten von euch ein schönes Fahrgeschäft, aber für den Andi und für den Gerd ist das leider nichts. Und für den Leon auch nicht. Ja, als wir letztens hier waren, ist nur der Lars gefahren. Nee, tut mir leid, Freunde, es ist überhaupt nichts für mich. So. Aber im Offride kann man das sich natürlich anschauen. Ist gar kein Problem, sieht auch schön aus. Ach du Scheiße. Junge, Junge, Junge. Hauptsache, man musste sich gerade bei Jumbo anschnallen. Und hier hast du keine Anschnallmöglichkeiten, beziehungsweise auch keine Bügel. Ja, weil die G-Kräfte dich quasi auf dem Sitz haften lassen. Meine Güte, Freunde. Also bis jetzt, die Sicherheitsabstände werden auf jeden Fall eingehalten. Auch auf den Gängen tatsächlich. Ich meine, der Park ist so aufgebaut, dass du überall eine Einbahnstraße hast. Natürlich hält sich nicht jeder dran, es sind nun mal Pfeile. Und die Gänge sind nun mal sehr weitläufig, so dass du dir quasi nicht in die Quere kommst mit anderen Personen eines anderen Haushaltes. Sicherheit ist auf jeden Fall gegeben. Auch in den Q-Lines halten sich alle an den Abständen, an die Abstände von 1,50 Meter. Du hast ja in jeder Q-Line diese Boxen, die man da sieht, diese gelben Boxen. Und das ist sehr verständlich. Die Kinder halten sich dran, die Erwachsenen landen auch teilweise auch. Ansonsten ein sehr schöner Freizeitpark. Die Vorkehrungen super gelöst hier in Slackharen. Und ja, das war die Enterprise im Offride hier. Ein Fahrgeschäft, das Andi in seinem Leben niemals erleben wird. Auch hier hat man eine Fahrschule für die Kinder, genauso wie im Moviepark bei den Ninja Turtles. Aber ich finde das hier schöner gemacht und sehr gepflegt tatsächlich. Es ist einfach mega sauber. Schön. Für die Kleinen ist auch alles gegeben hier. Schön gemacht. Sehr schön. Wie gesagt, wenn ihr das noch nicht wusstet und nicht hier wart, der ganze Freizeitpark ist quasi mit dem Western-Thema angehaucht. Das heißt, überall, wo du hingehst, es ist Western-Thema vorhanden. Jetzt hier vielleicht ein bisschen weniger, gerade durch diese Flatrides und wegen dem, Apollo. Das ist ja Jules Verne hier, ja. Von daher kann man das gelten lassen. Aber ansonsten ist der ganze Freizeitpark im Western-Thema thematisiert. Da ist die Jenny, die geht jetzt drauf. Ach du Heilige. Und ja, also wenn ihr das nicht wusstet, ne?
Wie gesagt, es gibt noch einige Flatrides, die wir machen werden. Das ist gerade der erste Teil des Parts, also der rechte Part vom Haupteingang. Ja, aber wie gesagt, es gibt noch ganz viel zu sehen heute. Also bleibt auf jeden Fall dran, um uns nochmal die Corona-Maßnahmen hier anzuschauen. Aber bis auf Abstand halten ist alles gegeben. Also normalerweise sollte man ja eine Maske tragen, sagen die einen. Aber hier in Holland ist es tatsächlich keine Pflicht, eine Maske zu tragen. Haben wir auch schon festgestellt in Toverland und dem Efteling. Also fühlt man sich in Holland tatsächlich sehr, sehr viel freier als in einem deutschen Freizeitpark. Mal gucken, wie lange das noch bei uns einhalten wird mit den Masken. Aber ich denke, lange kann es nicht mehr sein, bis wir die Masken ausziehen können. Aber gut, auf jeden Fall, die Jenny fährt jetzt eine Runde Enterprise und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir den anderen Bereich des Parks betreten werden. Ich habe auf jeden Fall eine Riesenlust auf das Riesenrad, Riesenlust auf Riesenrad. Und vielleicht auch jetzt gleich nochmal die Wildwasserbahn, die haben wir letztes Mal nämlich nicht gemacht. Ich weiß auch gar nicht warum, weil es war auch nämlich sehr heiß. Aber gut, das werden wir dieses Mal nachholen. Wie gesagt, zu dritt auf die schöne Mack-Rides oder Mack-Produkt hier in Slakaren. Ich meine, das heißt Gypsum Falls, genau. Da werden wir uns gleich wahrscheinlich hinbegeben, denn ich habe Bock auf eine Wasserbahn jetzt, meine Freunde. Ich habe Bock. Ne, ich habe heute mega viel Lust auf diesem Park. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin immer noch müde. Es tut mir leid, Freunde. Ich hoffe, das merkt man nicht allzu groß oder allzu viel. Ich meine, ich habe ein paar Versprecher gerade, aber gut. Es passiert nun mal, wenn man müde ist. Aber das erledigt sich schon heute. Wenn wir noch ein paar schnellere Rides fahren, dann wird das passieren. So, hier nochmal Enterprise im Close-Up. Von außen aber auf jeden Fall ein schönes Bild. Es macht sehr viel Spaß zuzuschauen. Wo ist denn die Jenny überhaupt? Hä? Ich habe sie aus den Augen verloren. Wo ist denn die? Ach da, ich sehe sie, okay. Gut, das ist Enterprise. So. Was ist los? Also, meine ganzen Innereien wurden so voll nach hinten gerückt. ich habe sowas noch nie erlebt. Ja, Waschmaschinengang, ne? Ich fahre ja viele harte Sachen, aber das ist, wow, mein Kopf ist immer noch am Drehen. Ja, wir beide wissen, warum wir das schon nicht machen. Ja, ne? Das also, ist genau das. Du musst dich aber auch nicht festhalten. Also da ich kommt weiß. So viel Druck auf den Körper. Ich so, aber es ist cool, trotzdem. Aber so zwei, dreimal hintereinander ist nein. Nicht, ne? Nein. Ja. Also ist gut, dass die Fahrt so kurz ist. Ja, der Lars, der mal mit uns dabei war, der hat gesagt, er könnte den ganzen Tag hier drin sitzen. Ne, echt nicht. Ja, auf jeden Fall. Wir wissen schon Bescheid, warum wir das nicht machen. Ja. So, ich schlage jetzt eine Runde Gypsum Falls vor. Also hier den Mack-Rides oder dem Mack-Produkt der Wildwasserbahn hier. Ich würde mal vorschlagen, das machen wir jetzt. Haben wir letztes Mal verpasst. Deswegen. Ja, das Enterprise. Das Enterprise? Achso, okay. Deswegen machen wir jetzt die Wasserbahn. Und du komm erstmal klar auf dein Leben. Ja. Ach ja, ich weiß schon, warum ich sowas nicht fahre. Genau deswegen. Andi könntest du dann direkt in die Intensivstation stecken. Da würde er sich wohlfühlen. Ja. So, hier geht's rein. Ja. Mack-Produkt. So, gesagt, getan, meine Freunde. Jetzt sind wir hier auf dem Mack-Produkt Gypsum Falls. Eine Wasserbahn, mit der ich noch nie gefahren bin. Und es geht los, wir starten. Ich befürchte das Schlimmste. Dass wir hier nicht mehr trocken rauskommen, ist mir schon bewusst. Aber der Nässegrad, der wird mich sehr interessieren. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Das wackelt ein bisschen. So. Das ist ein wunderschönes Fahrgeschäft hier vor uns. Was wackelt das so? Ach, Gerd ist das. Aua, ah. So, einmal festhalten. First drop, Leute, first drop. Oh mein Gott, oh mein Gott.
Ach du Scheiße! Toll, Anni, toll! Ich will vorne sitzen! Ich will vorne sitzen! Was hast du jetzt davon, Anni? Oh Gott, das war der First Drop erst. Was passiert denn jetzt gleich? Aua! Oh oh! Oh, hier ist kein Wasser. Ach du Schande. Ach du Schande. Okay. Gut, dass ich heute Morgen nicht geduscht habe. Scheiße. Oh Gott. Und wir sind wirklich reingefallen und nass geworden. Nee, es hat mega viel Spaß gemacht mit dem Standard-Layout von dem Mack-Produkt hier. Hat Spaß gemacht, ja. Ja. Ja, ich habe alles abgefangen für euch, gar kein Problem. Ach ja. Ach stimmt, die Monorail, die gibt es ja auch noch hier. Müssen wir auch später mal fahren. So. Habt ihr Lust auf mehr? Ja! Geht doch. Stimmung, Gerd. Stimmung. Stimmung. So, die erste Area haben wir durch. Deine Meinung so zu den ganzen Rides, die du bisher gemacht hast? Süß, schnucklig, Enterprise. Boah. Da bleibt dir erstmal im Hinterkopf. Absolut krasser Scheiß. Anders kann ich mich ausdrücken. Also für die Anna nix, die würde sich übergeben und oder wahrscheinlich ohnmächtig werden. Ja, wie gesagt, ansonsten klein, schnucklig, alles da, was man braucht. Ja. Schön. Ich werde aber mal kurz hier schon wieder? Toilette. Ja. Schon wieder? Oh Gott. Ja, ja. Es wird jetzt alles irgendwo hingedrückt. Okay. Ja, nach der Enterprise ist der Druck wahrscheinlich höher geworden. Naja, gut. Aber auf jeden Fall bis jetzt ein sehr schöner Tag. Wir haben jetzt wie viele Rides schon geschafft? 4, 5 Rides. Wir haben nicht mal 12 Uhr. 10 vor 12 haben wir erst und es ist noch ganz viel Luft nach oben. Wie gesagt, in der Woche hat der Park bis 5 Uhr geöffnet, also 17 Uhr. Am Wochenende dann glaube ich 18 Uhr. Und erst seit dem 20.06. hat der Park die Woche über geöffnet, davor nur am Wochenende. Und jetzt kannst du halt auch in der Woche kommen, was wir heute gemacht haben, am Montag. Und wie du siehst, aus diesem Grund, es ist nichts los. Es ist mega cool. Ich würde vorschlagen, wir sehen uns gleich auf dem Aussichtsturm, denn ich habe Bock, das Ding mal zu fahren. Ja, mir den Park mal ein bisschen von oben anzuschauen, denn letztens hatten wir die Möglichkeit leider nicht, da dies, geschlossen war. Ich weiß nicht, technische Störung, aber die Mitarbeiter haben da letztens rumgetüftelt. Ansonsten sehr schön sonnig, sehr warm. Hoffentlich heute kein Regen. Es wurde nämlich Regen vorgesagt oder vorhergesagt auf meiner App, aber den kannst du eh nicht trauen mehr. Ja, ansonsten, es macht mega viel Spaß. Heute hier in Slakaren. Auf jeden Fall müsst ihr vorbeikommen, denn hier fühlt ihr euch natürlich auch frei. Genauso wie in Toverland auch. Ja, finde ich schön. Keine Maskenpflicht, ist super und klappt auch. Nice. So, Freunde, aber bevor wir auf den Aussichtsturm gehen, wollte ich euch nochmal was zeigen. Das hast du eigentlich selten in einem Freizeitpark. Und zwar in Slakaren kannst du auch einkaufen gehen. Ja? Und zwar im Slakarener Supermarkt. Das habe ich noch nie gesehen, meine Freunde, in irgendeinem Freizeitpark. Du kannst hier tatsächlich ganz normal einkaufen zu ganz normalen Preisen. Also Cola, Wasser, ganz normale Preise kannst du hier einkaufen. Also ein Geheimtipp für euch. Ja. Bier gibt es auch, Alkohol ohne Ende, Tiefkühlprodukte hinten. Also ganz normaler Supermarkt hier in Slakaren. Hat den Grund, weil wir hier das Resort haben, das Camp-Ding, wo man auch sich eine Hütte mieten kann hier in Slakaren, damit du auch Verpflegung hast, notfalls. Wie gesagt, Toilettenpapier, ne, Sonnencreme, Tiefkühlprodukte, das Wichtigste, was man halt braucht, hier in den Häusern zu überleben, sage ich jetzt mal so. Auf jeden Fall hier ein Supermarkt in Slakaren. Ein Geheimtipp, man darf auch reingehen. Da war der Gerd.
Hat der jetzt geöffnet oder nicht? Das gilt herauszufinden. Oh. Ja, der fährt wahrscheinlich auch im Wechsel, aber mit welcher Attraktion? Müssen wir direkt mal abchecken hier. So, und zwar Wechsel mit Big Wheel, also mit dem Riesenrad. Ah, okay. So, dann würde ich vorschlagen, fahren wir erstmal das Riesenrad. Da haben wir nämlich auch einen schönen Ausblick auf den Park. Also von daher nehmen wir erstmal das Big Wheel mit. Also die Wechseln. Ja. Big Wheel und der Aussichtsturm. Wie gesagt, aber auf dem Big Wheel hast du mehr Aussicht als auf dem Aussichtsturm. Ja, es fährt auch schnell. So, hier hat man noch ein 4D-Kino. Ich weiß jetzt nicht, ob das offen hat in der Corona-Maßnahme. Ich denke aber auch nicht, dass das Kino auf hat. Ich glaube nicht. So, aber erstmal hier Big Wheel, meine Freunde. Big Wheel. So, jetzt befinden wir uns quasi auf dem Big Wheel über Slagharen und die Aussicht ist mega schön. Viel Grün hier in Holland. Und wie gesagt, da gibt es noch den weiteren Part vom Park mit quasi dem Condor, da dieses komische Zelt oder die Kuppel. Das ist ein Dark Ride, den feiere ich besonders hart. So, davor haben wir dann hier Slagharen wollte ich sagen. Gold Rush, einen Lounge Coaster, einen Multi-Lounge Coaster, beziehungsweise du bist nach vorne, nach hinten und wieder nach vorne gelauncht, à la Star Trek. Quasi hier unten haben wir das 4D-Kino, das momentan aus den Gründen Coronas leider geschlossen hat. Also heute kein 4D-Kino. Und ja, den hinteren Teil des Parks haben wir ja schon gesehen heute. Auf jeden Fall sehr schön. Das Wetter passt auch mega gerade. Hier oben ist es schön windig, kühlt ab. Ist mega gut. Ansonsten, Jenny, erzähl mal. Was denn? Weiß ich nicht. Zu dem Park irgendwas. Ah ja, da hinten haben wir noch ein bisschen ein paar Wasserrutschen. Aqua Mexicana, also hier gibt es auch ein Schwimmbad in Slagharen. Kannst du auch besuchen, tatsächlich. Ist auch, glaube ich, geöffnet. Weiß ich gar nicht, aber ich glaube schon. So, ich übergebe mal das Wort an dich. Ja, was soll ich sagen? Ich weiß auch Klo, jetzt sind wir hier. Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Smackelig. Wow. Smackelig. Nee, wie du den Park findest, mein Gott. Da hast du mich gerade gefragt, wie vor ich zur Toilette bin. Habe ich? Ja. Ja, weiß ich doch nicht. Manchmal, wie findest du den Park von oben? Das ist ja was anderes jetzt. Ja, schön. Ich finde auch schön, dass man hier die ganzen Hütten sehen kann. Genau. Also sind die Bungalows, genau, Bungalows kannst du dir mieten. Da ist quasi auch dieser Supermarkt mit angeschlossen, den du besuchen kannst. Finde ich geil gemacht und es ist tatsächlich auch sehr günstig. Es ist sehr günstig, wenn du mit mehreren Personen hier hinkommst. Ich glaube 4 bis 6 Personen kannst du tatsächlich buchen und der Preis ist wirklich sehr gerecht. Ich meine für 2 Nächte oder 3 Nächte mit 4 Personen insgesamt 300 Euro plus Park. Also der Park ist immer dazu, also wird immer dazu gebucht. Kostet auch nichts extra, sondern ist direkt mit im Preis inbegriffen. So, ansonsten sehen wir uns gleich unten wieder. Wir genießen hier erstmal die frische Brise in Holland, in Slagharen.
So, auf dem Boden der Tatsache, meine Freunde, wir begeben uns jetzt Richtung Gold Rush und den ganzen anderen Attraktionen dort hinten. Haben wir auch ein paar schöne Huss-Fahrgeschäfte, die es heutzutage nicht mehr so oft gibt in den Freizeitparks, leider. Denn sie verschwinden immer weiter von der Bildfläche. Auf jeden Fall hast du hier ganz viele Essensmöglichkeiten, einen Merchandising-Shop, den wir auch später auf jeden Fall besuchen werden. Ich brauche nämlich eine Tasse, die ich das letzte Mal komplett vergessen habe mitzunehmen, weil der Shop schon zu hatte vor 16 Uhr, was ich ein bisschen komisch fand. Naja, gut. Ansonsten, ja, das Aqua Mexicana gibt es ja auch noch. Das kannst du, glaube ich, für 8 Euro besuchen. Ich bin mir aber nicht sicher, wie das aussieht, oder der normale Preis, wie der aussieht. Aber ich habe irgendwas mit 8 Euro im Kopf, also für Jahreskartenbesitzer, wenn du es dazu buchen möchtest. Ansonsten, die Arkaden haben geschlossen, sehe ich gerade, sonst hatten sie immer auf. Also, ne, hier Videogames, sprich Spiele, Glücksspiele. Aber ja, ansonsten kann man hier einen wunderschönen Tag verbringen. Und wie du siehst, auch hier auf dem Main-Eingang oder Main-Weg hast du auch quasi Rechtsverkehr und da halten sich auch alle Leute dran. Finde ich cool. So, die liebe Jenny und der Gerd sind jetzt mal auf dem Gold Rush Coaster hier von Gerstlauer. Und wie gesagt, ich werde jetzt hier meine kleine Runde drehen, euch ein bisschen mitnehmen hier durchs Lakaren, solange sie fahren. Hat sich jetzt gereimt, ungewollt tatsächlich. Nee, aber wie gesagt, das mit den Gehwegen ist überall durchgezogen tatsächlich. Von Anfang an bis Ende hast du eine vorgegebene Strecke, die du durchlaufen kannst hier ins Lakaren. Gut, die meisten halten sich dran, die meisten auch nicht. Ist auch schwer, wenn die Gänge so richtig breit sind, dich dann an die Richtung zu halten. Klappt teilweise gut, teilweise nicht, aber das ist ja natürlich verständlich, wo man lang gehen sollte. Klappt auch ganz gut, auch bei mir. Auf jeden Fall, momentan fährt alles. Wie gesagt, ein paar Geschäfte im Wechsel, immer halbe Stunde. Zum Beispiel gerade Big Wheel und Sky Tower, glaube ich. Also viele Fahrgeschäfte fahren heute im Wechsel. Ansonsten fährt alles, finde ich prima. Ich finde es auch wieder gut, dass die Parks öffnen durften, auch dank Corona-Maßnahmen, die ergriffen werden mussten, damit die Parks wieder öffnen. Aber auf jeden Fall freue ich mich, dass wir die Freizeitparksaison jetzt endlich wieder angekurbelt haben und alles wieder nacheinander besuchen können. Finde ich sehr nice. So. Ansonsten, der Park an sich ist natürlich nicht der größte, nicht riesig und nicht gigantisch. Aber es stehen ein paar schöne Rides hier, die es in vielen Freizeitparks nicht mehr gibt. Also ganz viele Flat Rides. Ich meine, hier zum Beispiel so ein geiles, kleines Riesenrad, thematisch angepasst zu Western. Finde ich mega geil gemacht. Hier hat man auch eine Kirche im Dorf, tatsächlich. Also wie gesagt, das ist alles im Western-Thema hier durchgezogen. Was ich auch schon mal angesprochen habe in dem Vlog davor, wo ich vor eineinhalb Jahren hier war, beziehungsweise vor einem Jahr müsste das jetzt mittlerweile sein, sogar fast genau ein Jahr, habe ich ja auch angesprochen, dass ich sowas mag, wenn man ein Thema auch komplett durchzieht im ganzen Park und nicht immer so Themenbereiche hat. Ja, also das heißt, nur in den meisten Parks, zum Beispiel Europa-Park, Phantasialand, Movie-Park hat ja meistens verschiedene Themenbereiche, aber hier ziehst du einfach mal komplett alles in einem durch und es ist dann auch stimmiger, finde ich jetzt in meinen Augen. Ansonsten, hier kann man kurz mal reingucken, das ist tatsächlich eine echte Kirche, meine Freunde, mitten im Altar. Betreten kannst du sie momentan nicht, aber wir können mal kurz reingucken, habe ich nämlich noch nicht getan. Und ja, tatsächlich eine Kirche. Cool. Haben wir auch mal gesehen jetzt. Ansonsten, was machen wir gleich noch? Wir werden auf jeden Fall mit dem Condor fahren, also The Eagle, so heißt das hier im Slakaren. So, ich muss jetzt wieder auf die richtige Richtung. So. Also den werden wir gleich auf jeden Fall noch machen. Gold Rush, On-Ride weiß ich nicht. Also wenn gleich ein On-Ride eingeblendet wird, gab es ein On-Ride. Wenn nicht, dann halt nicht. Weiß ich gar nicht. Müssen wir gleich gucken. Genau, Wild West Adventure ist der Dark Ride hier in Slakaren, den ich übertrieben feiere. Also den werde ich heute auch ein paar Mal mehr fahren als nur einmal. Denn dort gibt es viel zu entdecken, was ich letztens nicht entdeckt habe. So, und wie gesagt, hier ist The Eagle.
von Hus Rides, den es auch mal früher im Phantasialand gab. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere, der 2006 oder 2007 weichen musste für Talokan. Aber wie gesagt, wenn ihr Heimweh habt oder beziehungsweise dem Fahrgeschäft hinterher trauert, kann ja sein, dann könnt ihr den hier erleben. In Tlacan fährt er noch ganz munter drumherum, ist genau gleich aufgebaut, die gleiche Höhe wie in Brühl früher auch. Also ganz ähnlich aufgebaut, beziehungsweise genau das gleiche. Macht auf jeden Fall mega viel Spaß, diese alten Rides nochmal zu fahren. Ansonsten, was es noch alles zu entdecken gibt, jetzt gleich. So, hier hinten haben wir noch Rutschparadies, ja. Also eine kleine Wellenrutsche für die Kleinen. Und ansonsten, wie man hier sieht, der Park ist einfach auch wie die meisten holländischen Freizeitparks grün. Also man hat wirklich viel Natur eingebunden in die Freizeitparks. Hier ist auch ein Fluss. Ja, ich meine, hier in der Ecke war ich noch gar nicht gewesen. Gucke ich mich mal ein bisschen um. Hier hast du auch tatsächlich eine Show, die stattfindet. Bin ich mir aber jetzt gerade nicht sicher. So, was haben wir hier für ein Fahrgeschäft? Hier war ich noch gar nicht, oder? Ah, okay, hier geht es, glaube ich, hier geht's zur Show. Aber ich denke mir, dass sie durch die Corona-Krise oder durch die Maßnahmen wegen Corona geschlossen haben wird, beziehungsweise nicht stattfindet, weil das haben wir auch hinten am 4D-Kino gesehen, das momentan auch nicht stattfinden kann, aus diesen Gründen. Das ist leider ein bisschen doof, aber gut, was willst du machen? Wir müssen da jetzt durch. Im Moviepark hast du ja beispielsweise auch die ganzen Indoor-Fahrgeschäfte noch geschlossen, wie zum Beispiel Time Riders oder der Lost Temple, müsste aber bald so langsam wieder aufmachen. Ich weiß es nicht, was die Regierung noch so für Regeln gibt. Ja, die Maskenpflicht wurde in Deutschland noch mal verlängert. Bis auf welches Datum weiß ich gar nicht. Ich befasse mich auch nicht wirklich so krass mit dem Thema. Ich meine, Regel ist Regel. Und wenn Deutschland sagt, wir müssen Masken tragen, tragen wir Masken. Tatsächlich im Sommer ein bisschen störend, wenn du draußen stehst in Q-Lines oder sonstigen Anlagen. Egal, drin ist es egal, wenn da eine Klimaanlage vorhanden ist, ist gar kein Problem. Aber in der prallen Sonne schon mit einer Maske rumstehen, ist ein bisschen, naja, ich sag mal, kontraproduktiv. Also in meinen Augen nicht schlimm, aber kontraproduktiv, ja, weil das Atmen wird dadurch erschwert. Und ich weiß ja nicht, ne? Also es ist halt eine Regierungssache, und wenn die Regierung sagt, wir machen das so, machen wir das so. Ansonsten hier in Holland komplett Maskenpflicht, ist überhaupt nicht gegeben. In keinem Park, in keinem Supermarkt, gar nichts. Hier kannst du einfach ganz normal leben, nur halt mit 1,50 Meter Abstand, was ich überhaupt auch gar nicht verkehrt finde, wenn die Corona-Krise gar nicht gekommen wäre. Ja, also ich mag es, wenn ich zu, ich sag mal, fremden Personen ein bisschen Abstand halten kann, weil du weißt ja nie, was die mit sich tragen. Es muss ja nicht Corona sein, es reicht eine Erkältung oder eine Grippe. Grippe ist noch viel schlimmer. Von daher bin ich beruhigt und auch froh drum, dass man das jetzt durchzieht mit den 1,50 Meter. Aber das sollte man tatsächlich immer so machen. Egal, ob die Corona-Krise vorbei ist oder nicht und ob es einen Impfstoff gibt oder nicht. Ich begrüße das mit den 1,50 Meter Abstand tatsächlich sehr gerne. Ansonsten, ja, was kann ich noch zum Park sagen? Wir haben so gut wie alles schon gesehen. Also der Park an sich, den haben wir jetzt durchlaufen tatsächlich. Es gibt natürlich noch versteckte Ecken, die wir gleich besuchen werden. Sprich, noch ein paar Rides, die wir fahren werden, wie zum Beispiel noch Gold Rush. Wenn es ein On-Ride gibt, seht ihr das jetzt gleich. Und danach gehen wir auf jeden Fall hier auf den Eagle. Und Wild West Adventure freue ich mich besonders drauf. Und zwar hier in Tlacaran. Ein sehr schöner Tag mit schönem Wetter. Ich freue mich wieder hier zu sein. Und ich werde natürlich öfter hinkommen, denn so weit von uns ist es gar nicht entfernt. So, auf jeden Fall, es tut mir leid, wenn der Vlog heute nicht so übelst krass informativ ist wie sonst. Liegt daran, dass ich noch ein bisschen müde bin. Wir hatten gestern noch Livestream bis in die Nacht und früh aufgestanden. Wir haben jetzt mittlerweile 12 Uhr, also 12:30 und so langsam wache ich auf. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß hier im weiteren Vlog-Verlauf. Ich hoffe, es ist trotzdem, dass ich noch müde bin oder trotzdessen informativ. Aber ich denke, ich kriege das schon ganz gut hin. Ansonsten verbringst du mit mir jetzt den Tag hier in Tlacaran und mit den tollen, schönen Rides hier. Ich freue mich auf alles. Ich freue mich auf jede Fahrt und auf Apollo nochmal später. Ah, das wird so schön. Ich liebe dieses Fahrgeschäft einfach. Apropos Fahrgeschäfte, wenn ihr schon mal hier in Tlacaran wart, was ist euer Lieblingsride hier? Das könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde mich über die Antworten freuen, was denn euer Lieblingsride ist. Jetzt abgesehen von Gold Rush, das ist ja der Burner hier momentan, ist ja klar, ist ja die Neuheit schlechthin. Von daher, was sind denn eure Rides noch neben Gold Rush? Kann man ja auch mal in Erfahrung bringen. Also ab in die Comments.
im Eagle quasi, Hashtag Condor Phantasialand. Ah, ist das schön hier. Ja. Von Gold Rush haben wir leider kein On-Ride gehabt. Ist verboten auf Gold Rush. Leider. Aber dafür haben wir eine schöne Fahrt jetzt auf dem Eagle, Freunde. Mit schönem Ausblick auf den Park. Wir bremsen jetzt ein bisschen ab, damit wir mehr sehen. Moment. So. Herrlicher Ausblick. Für den kleinen Park hast du hier mega viele Hochfahrgeschäfte, wo du echt einen schönen Ausblick genießen kannst. Oh, alles dreht sich, alles bewegt sich. Oh mein Gott! Dieses Fahrgeschäft, das bringt nostalgische Gedanken wieder zurück oder ja, Erinnerungen von früher. Und bist du das erste Mal mit so einem Condo gefahren? Ja. Schön, ne? Ja. Ist dir schwindelig? Sehr. Mir tatsächlich auch ein bisschen. Jetzt die Frage, machen wir Wild West Adventure? Ja. Oder sollen wir erstmal nach was anderem schauen? Ja, das ist die Frage. Ja, Lehrer wird es heute, glaube ich, nicht. Also Wild West Adventure habe ich ja schon mal erwähnt. Ist in diesem Park tatsächlich sehr gut besucht, neben Gold Rush. Aber tatsächlich hatte Gold Rush jetzt weniger Minuten als hier, ja, auf Wild West Adventure. Ja, aber auf jeden Fall, dieser Dark Ride ist echt Spitzenklasse. Ich finde das geil gemacht, dass es alles in einem riesigen, großen Raum ist. Quasi, du kannst auch von oben auf den Dark Ride runterschauen mit vielen Effekten. Und auch das Ride-System ist für einen Dark Ride mal was komplett anderes. So, auf jeden Fall, dann gehen wir jetzt mal rein, würde ich sagen. Einfach anstellen und genießen. Hier, in Slagharen. Jetzt sind wir in Wild West Adventure, hier einem sehr geilen Dark Ride, wie ich finde, mit runden Booten, wie eine Raftingbahn und auch eine sehr dunkle Bahn. Leider erkennt man auf der GoPro fast nichts. Aber gleich sollte ein bisschen mehr Licht sein. Das hat letztes Mal nicht funktioniert, das mit dem Feuer. Wie gesagt, der ganze Dark Ride befindet sich in so einer Art Riesenzelt. Kann man, glaube ich, an der Decke gut erkennen. Finde ich geil gemacht. Viele Male ist die Sonne untergegangen, sonder ein Grüppel Water. Ein Water. Voor onze vrouwen en kinderen en voor ons feest. Zo gaat Jena.
Wasser Wild West Adventure hier aus Lakare, dem Riesenzelt mit Dark Ray drin. Wild West Adventure, ich habe nicht zu viel gespoilert, es war eine schöne Fahrt. Ich finde diese Attraktion an sich mega cool gemacht, dass es alles in einem riesigen Gebäude, quasi ein Zelt ist, dass man einen Überblick hat von oben, und das Ride-System an sich kennt man von Dark Rides eigentlich kaum. So, eure Meinungen dazu? Schön, entspannend, alles funktioniert, soweit ich das erkennen konnte. Ja, es funktioniert auch wieder das Feuer am Anfang bei dem Fass. Das war letztes Mal deaktiviert und ich denke mal, du stimmst uns zu. Also für einen Dark Ride in einem Zelt war das super. Ja. Also das habe ich so auch noch nicht gesehen. Ich auch noch nicht, deswegen auf jeden Fall Pluspunkt. Wenn ihr noch nicht drin wart, macht es auf jeden Fall. Es lohnt sich, auch die Queue-Line zu warten. Wie gesagt, wir haben jetzt gut 15, 20 Minuten gewartet, also allzu lang war es jetzt nicht. Jedes zweite Boot wird befüllt. Und was ich auch cool hier an Slakan finde, dass sie dich auffordern, die Hände vor der Fahrt oder vor jeder Fahrt, egal wo, zu desinfizieren. Finde ich super gemacht. Und nebenbei, das Desinfektionsmittel riecht hier lecker. Es riecht gut. So, jetzt gucken wir noch hinten, was da so abgeht. Da müsste noch ein Hus-Rides-Fahrgeschäft stehen. Die Bezeichnung kenne ich davon nicht. Troika, glaube ich. Eine Troika ist das. Auch sehr turbulente Fahrt. Ich glaube, die Jenny wird sich darüber freuen. So, wir gucken aber erstmal, was da so abgeht. So, und hier vor uns haben wir quasi die Troika, den Tomahawk, hier aus dem Slakaren. Auch ein Fahrgeschäft, was mittlerweile in vielen Freizeitparks ausstirbt, sage ich jetzt mal so, von Hus. Ja, auf jeden Fall ein sehr schönes Fahrgeschäft, macht natürlich bestimmt auch sehr viel Spaß. Aber was für den Andi ist es halt nichts. Ne? Also was sich dreht und wendet und schnell bewegt, kann ich leider nicht. Deswegen sitze ich mit Gerd hier und gucken einfach der Jenny zu beim Drehen. Beim Hin und Her düsen, sage ich jetzt mal so. Aber auf jeden Fall, wenn ihr Bock auf diese Troika habt und ihr seid das noch nie gefahren oder ihr schwärmt diese Attraktion hinterher, weil sie momentan ja nun mal ausstirbt in vielen Freizeitparks der Welt, dann habt ihr noch hier die Möglichkeit zu fahren. Also beeilt euch, ihr habt noch, ich wiederhole, noch die Möglichkeit, dieses schöne Fahrgeschäft mitzunehmen, auf jeden Fall auch schön anzusehen. Ich meine, Thematisierung ist nicht gegeben, aber ich glaube, bei diesem Fahrgeschäft ist das Nebensache. Auf jeden Fall sehr schön gemacht, fährt schön ruhig. Und ich hoffe, das bleibt noch ein bisschen bestehen hier, denn das macht diesen Park aus, diese Rides, die es momentan überall nicht mehr gibt, ja, sei es der Condor, der Eagle oder auch hier diese Troika, finde ich cool. Auf jeden Fall behalten, ihr müsst sie behalten. So, Freunde, ja, gerade haben wir noch gespeist hier unten bei den roten Schirmen und jetzt sind wir auf dem Cable Car und fahren erstmal quer über, oder also über, durch den Park. Wieder ans andere Ende, zum Apollo, die Richtung. Und ja, wir schweben rüber, genau, mit der Schwebebahn, mit der Seilbahn hier. Und fahren dann noch eine Runde mit dem Express hier durch den Park, weil der fährt auch hier einmal komplett drumherum. Es gibt auch einen kurzen kleinen Dark Ride Part mit drin. Aber erstmal genießen wir hier die Runde auf dem Cable Lift Car, wie auch immer. Cable Car. Thank you.
Und das war die entspannende Fahrt hier auf dem Cable Car in Slakaren. Einfach mega schön, einfach mal über den Park zu fahren, sich das alles mal genauer anzuschauen. Du hast auch schöne Perspektiven, um schöne Fotos zu machen tatsächlich. Einfach schön. Ich würde eigentlich den ganzen Tag hier sitzen wollen und die Leute von oben beobachten. Schön. Auf jeden Fall sehr schön gemacht und sehr entspannend. Es entspannt wirklich sehr. So, wir landen jetzt aber und dann sehen wir uns gleich wieder im Express und fahren einmal um Slakaren herum. Wie man sieht, da hinten ist der nächste Kasten, klappt also wunderbar. Wir haben es auch schon angesprochen gerade, aber es passiert nichts. Und auch hier sollte man eigentlich die Treppe frei halten, aber naja. Ganz unmittelbar hinter dir. Ja. Unmittelbar hinter mir stehen sie schon. Ist halt so, ja. Menschen sind nun mal dumme Geschöpfe, die verstehen es halt nicht, auch wenn es gelb markiert ist. Und es aber gab gerade eine Durchsage auch, ne, wegen ja, den Abständen. Genau. Also Abstände werden auf jeden Fall nicht eingehalten, wie man sieht. Ja. Naja. Was willst du machen? So. Jetzt fahren wir eine Runde hier mit der Monorail, so heißt das ganze Fahrgeschäft, durch Slakaren und schauen uns das jetzt schön mit Impressionsmusik an, würde ich sagen. Film ab.
entspannte Runde auf der Monorail und mit schöner untermalten Musik hat man den Park ein bisschen genossen, jetzt im Sonnenschein. Auf jeden Fall werden wir jetzt noch ein paar Rewrites machen, sprich off-camera, werden wir den Park noch ein bisschen durchstöbern und jetzt noch ein paar eine Wasserbahn fahren und mal gucken, was wir noch alles mitnehmen. Ich denke mal, Gold Rush wird noch ein paar Mal mitgenommen und Apollo sowieso. Aber wir werden uns dann später melden und ein Fazit zu diesem wunderschönen Freizeitpark ziehen. Lalala. So, meine Freunde, ich habe am Anfang des Videos ungefähr gesagt, ja, wir haben einen Supermarkt hier und es ist unfassbar, wie günstig man tatsächlich den Tag hier verbringen kann. Ich meine, wir haben jetzt Trinkpäckchen gekauft, nicht nur einen. Wir haben direkt 10 Stück gekauft, ja, jeder hat jetzt einen bekommen. Jetzt könnt ihr mal den Preis raten. Ich warte. Ratet einfach mal so, jetzt einfach so. 2,50 Euro für 10 Stück, ja, zuckerfrei, wegen mir auch, Apfelgeschmack. Schmeckt gar nicht mal so übel, oder? Schmeckt wie die sauren Apfelringe tatsächlich. Oder ist fast dagegen gedutscht. Oh, komm vor. Hätte ich auf Kamera gehabt. Ey, was fahren die sich hier für einen Scheiße zusammen? Ich weiß, wir sind in Holland, Gerd, wir sind in Holland. Also auf jeden Fall 2,50 Euro, 10er Pack. Trinkpäckchen. Jo, also ich weiß jetzt nicht, was hier gerade abgeht. Naja, das wollte ich auf jeden Fall erwähnen. Ja, jetzt schauen wir mal, wo wir als nächstes landen werden. Ich denke mal, Richtung Gold Rush wollten wir nochmal rüber. Ne? Und ja, gucken wir mal. Also auf jeden Fall sehr nicer Deal. So schön wie dieser Becher ist tatsächlich auch dieser Freizeitpark Slakare, meine Freunde. Wir sind am Ende des Videos angelangt, hatten einen wirklich schönen, sonnigen Tag hier in Slakaren. So heißt auch der Ort übrigens, also falls ihr euch im Navi vertippt habt, Slakaren ist auch hier das Dorf, so heißt das auch nämlich. Ja, was kann ich sagen, für mich war der Tag mal wieder spitzenmäßig. Ich war ja das letzte Mal vor einem Jahr hier, da hatte ich auch nur Positives zu berichten, da ich ja noch die Jahreskarte von hatte, die Diamantkarte, die ich für 50 Euro ergattert habe. Das war ein Black Friday Sale gewesen. Mega geiler Deal, deswegen konnte ich überhaupt nichts Schlechtes sagen, weil es ist nichts los. Die Q-Lines sind leer, das Wetter ist schön. Und jetzt mit der Moviepark-Jahreskarte reingekommen, das ist alles mega cool gemacht, dass man momentan jetzt mittlerweile auch wieder mit den Partnerkarten in die Parks kann. Ansonsten alles top gepflegt, alles hat funktioniert. Wie gesagt, die Attraktionen sind immer im Wechsel gefahren. Kannst du aber machen, wenn nicht so viel los ist. Ich denke, am Wochenende hat dann alles durchgehend geöffnet und dann auch ein bisschen länger. Wie gesagt, heute nur bis 15 Uhr in der Woche. Ja, bis 5 Uhr. 15 Uhr, das wäre ein bisschen früh. Nee, bis 17 Uhr, also 5 Uhr hat der Park geöffnet. Das heißt, wir müssen jetzt gleich langsam rausgehen. Ja, ansonsten kommt her, besucht den Park. Jetzt auch, wenn ihr eine Moviepark-Karte habt oder eine Bommelierland-Jahreskarte. Damit könnt ihr auch jetzt hier in diesem wunderschönen Freizeitpark besuchen. Und ich vermisse ihn, diese schöne Kugel Apollo. Ich werde wiederkommen, ich verspreche es dir. Aber jetzt habe ich noch andere Meinungen. Gerd. Ja, also ich war das erste Mal jetzt hier. Das stimmt, ja. Ja, ich fand den Park schön. Gepflegt, sauber. Attraktionen halt, wie du schon sagtest, im Wechsel am Fahren. Mhm. Ja. War jetzt nicht weiter gestört. Nee, Abstandsregeln waren jetzt auch soweit alle in Ordnung. Ja. Leute doch gut mitgemacht. Ja, bis auf die Monorail-Fahrt. Ja, ne? Bis auf die Monorail. Und sehr kurios finde ich den Supermarkt im Park. Also das habe ja, ich das, nicht, das war auch mein erster Gedanke, wo ich hier war. Ja, und Gold Rush ist gut. Ja. Gut oder sehr gut? Sehr gut. Okay. Also ich fand es sehr gut. Also insgesamt ein schöner Tag, hat sich gelohnt. Ja. Okay, sehr gut. So, Jenny, mit Brille oder ohne jetzt? Ja, mit. Du sagst immer... Ich werde geblendet. Okay. Ja. Du Blender, du. Ja, dein erstes Mal hier, Slakaren. Ja, erzähl wunderschön. Mal. Sauber, wie alle holländischen Freizeitparks. Immer wieder. Ja, das mit dem Wechsel fand ich jetzt auch nicht schlimm. Eine halbe Stunde fährt das, eine halbe Stunde das.
okay. Also immer bei zwei Fahrgeschäften dann. Gold Rush war der Hammer. Ja. Immer wieder. Gerne. Also dein Highlight, Gold Rush. Ja, tatsächlich. Das war mega gut. Hat dir irgendwas nicht gefallen? Ja, nur das kurze Anstehen an der Monorail mit der Familie hinter. Ja gut, hat jetzt aber nichts mit dem Park zu tun. Mit dem Park nichts zu tun. Also im Park hast du nichts selber zu kritisieren. Nein. Macht alles Spaß. Nein. Geil fand ich das bei Subway, kriegst du ein Menü für 2,95. Ja, das haben wir erst jetzt gesehen. 2,95 im Subway hier kriegst du einen halben Sub, ein Getränk und noch ein Cookie dazu. Ja. Hätten wir das früher gewusst. Ja. Und das mit dem Supermarkt ist sowieso kurios. Ja. Ich meine, ich habe jetzt 10 Trinkpäckchen, Freunde. 10 Trinkpäckchen für 2,50 €. Ja, und hinter uns kam eine Frau mit einem Grill raus. Ja, Grill kannst du da auch kaufen, alles. Also sowas habe ich auch noch nie gesehen. Also lohnt sich hier auch mal ohne Tasche zu kommen. Einfach 10 € einpacken, dann hast du den Tag quasi auch durchgefüttert und hast genug trinken. Ja, also 10 Trinkpäckchen, wir haben immer noch 2 übrig. Ja, ich habe ausgegeben. Auf jeden Fall. So, das war's hier aus Lakan, meine lieben Freunde. Lächeln, winken nicht vergessen. Wir sehen uns dann in einem anderen Video wahrscheinlich wieder. Und ich kann es nochmal empfehlen, diesen Park hier auf jeden Fall zu besuchen. Wir sind raus. Macht's gut. Ciao. Und ganz wichtig, nimmt dieses Wetter immer mit.